Wann ist das nächste notwendig? Bei 10.000. Blitz. Blitz, alles klar. So, 10.000. Ja, genau, Donner, Jupiter hier. Okay. Nächstes Symbol, 50.000, oder? Was nehmen wir dann? Vorschlag? Smiley. Bitte? Smiley. Smiley, genau, und Smiley. Hunderttausend, 1 Million und so weiter, braucht man immer neue Symbole. Sie brauchen in dieser Zahlschreibweise, wenn Sie die natürlichen Zahlen komplett repräsentieren möchten, theoretisch unendlich viele Symbole. Die können sich nicht alle merken. Wenn Sie irgendwie in den Trilliarden oder sonst wo sind, brauchen Sie ständig neue Symbole. Sie müssen sich vorstellen, Sie haben dann für 100.000, 500.000, 1 Million, 500, 5 Millionen, 10 Millionen, 50 Millionen, 100 Millionen, 500 Millionen und so weiter immer ein eigenes Symbol. Und dann haben Sie irgendwann, wenn Sie ganz große Zahlen haben, da innerhalb dieser Zahl zig Symbole und Sie müssen sich überlegen, oh, war das jetzt 500 Millionen oder 50 Millionen oder 100 Millionen und so weiter? Damit kann kein Mensch umgehen. Also deswegen ist sie schon mal schlecht. Außerdem konnte man hier mit großen Zahlen oder auch mit kleinen schon in dieser Schreibweise nicht gescheit rechnen. Haben Sie mal probiert, zwei so Zahlen zu multiplizieren? Schriftlich? Geht nicht gescheit. Die Römer haben dann Abaki gehabt oder Steine im Sand und so, ein bisschen strukturiert haben sie dann Steine hin und her geschoben, weil man in dieser Schreibweise nicht gescheit rechnen kann. Also sie hatten sozusagen eine Art kleinen Mini-Taschenrechner, wo sie im Kopf dann gerechnet haben. Okay, also die Symbole hier sind schlecht oder die Schreibweise ist mit Nachteilen behaftet. Bis ins tiefste Mittelalter wurde diese Schreibweise verwendet und irgendwann kam mal ein Wechsel. Ja? Ah ja, die Frage ist, ich wiederhole sie mal wegen der Kamera, warum schreibe ich LXXX und nicht XXC? Ich würde das mal sagen, prinzipiell könnten Sie das vielleicht auch machen, wenn Sie Lust haben, wenn Sie auf dem Standpunkt stehen wie die Römer, ich kann machen, was ich will und jeder versteht, was Sie meinen. Würde ich jetzt verstehen, was Sie meinen. Nach der Konvention, also nach der konventionalisierten Art und Weise, fasst man nur vier gleiche Symbole zusammen, nicht drei. Deswegen. Aber, ich meine, Sie können ja machen, was Sie wollen. Sie sind ein freier Mensch. Wenn Sie das so möchten. Ja, die Römer waren so cool. Ja, wir sind heute eher so ein bisschen an Regeln und Konventionen gewöhnt. Okay. Also, irgendwann war man sich dieser Schreibweise hier leid und an diesem, und irgendwann kam, Gott sei Dank, die Schreibweise der Araber. Ja, das war eine super Schreibweise. Die gab natürlich erstmal Konflikte, das ist klar. Da kam auf einmal eine neue Schreibweise und die, die die alte Schreibweise mochten, insbesondere diejenigen, die das Herrschaftswissen hatten, diejenigen, die die alte Schreibweise beherrschten, das waren ja nicht ganz so viele Menschen gewesen, können Sie sich vorstellen, Mittelalter, die waren dann natürlich erstmal dagegen. Kommt eine neue Schreibweise. Dummerweise war die aber tatsächlich so viel besser, dass sie sich durchgesetzt hat. Also was heißt dummerweise, glücklicherweise. Und die verwenden wir bis heute. Und diese Schreibweise hat eine ganz große Besonderheit, mit einem riesen Vorteil. Erstmal brauche ich nur 10 Symbole. Wir haben nur 10 Symbole, nämlich die Ziffer 0 bis 9. Wir haben nur die Ziffern 0 bis 9. Und können mit 10 Symbolen alle natürlichen Zahlen darstellen. Die Römer brauchen immer neue. Wir brauchen nur 10.
10 Symbole können wir unendlich viele Zahlen darstellen. Da kann man sich fragen, wie macht man das? Man hat ja nur 10 Symbole. 10 Symbole kann man prinzipiell erstmal nur 10 verschiedene Werte darstellen, nämlich die Werte von 0 bis 9. Jetzt wissen Sie, wenn wir Zahlen schreiben, dann muss man nicht nur die Werte der Symbole betrachten, sondern auch die Werte der Position, an der sich diese Symbole befinden. Und das muss man miteinander kombinieren. Man nimmt also nicht nur die Werte der Symbole, sondern die Werte der Symbole und verknüpft sie mit dem Wert der Stelle, an der das Symbol sich befindet. Und der Wert der Stelle, an der sich das Symbol befindet, wenn man das mitverwendet, spricht man von einem Stellenwertsystem. Und mit Stellenwertsystemen beschäftigen wir uns heute die ganze Zeit. Und wir beginnen mit unserem System. Können Sie fragen, huch, gibt es mehrere? Ja, es gibt mehrere. Also prinzipiell unendlich viele. Wir beschäftigen uns erstmal mit unserem, nämlich mit dem Dezimalsystem. Dezimalsystem, deswegen Dekem 10. Wir haben 10 Symbole. Wo kommt es her? Warum haben wir eigentlich 10? Warum haben wir nicht 8? Richtig, 10 Finger. Ja, kann man vermuten. Sehr wahrscheinlich deswegen, weil man mit den Fingern zählt und dann hat man 10 und kommt auf 10 Symbole. So, und jetzt können Sie sich vorstellen, na gut, nehmen wir mal irgendeine Zahl, nehmen wir gerade mal die 1984. Die schreiben wir ja so, wie sie hier steht. 1984. Was bedeutet das eigentlich? Die Symbole, so wie sie hier stehen, haben nicht nur ihren Symbolwert, der ist 4, der ist 8, der ist 9, der ist 1, sondern sie müssen verknüpft werden mit dem Wert an der Stelle, an der sie stehen. Und in der Grundschule verdeutlicht man sowas durch eine Stellenwerttafel. Da haben wir die Tausender, die Hunderter, die Zehner und die Einer. Na, Stellenwerttafel, so. 1, 9, 8, 4. Und die Stellenwerttafel ist eine mögliche Repräsentation, um zu zeigen, wie viele Bündel hat man von einer bestimmten Bündelsorte. Sie erinnern sich, Münzen, man macht Münztürmchen, 10 Münztürmchen, 10 Münzen zu einem Münztürmchen, 10 Münztürmchen zu einem Münztürmblock und so weiter, das sind die Bündel. Und dann kann man zählen, wie viele Blöcke habe ich, wie viele Münztürmchen habe ich, wie viele Münzen. Genauso macht man es hier auch. Ich zähle, wie viele Tausender habe ich, wie viele Tausender Bündel, ein Tausender Bündel, so ein Riesenbündel. Ja? Wie viele Hunderter Bündel habe ich, wie viele Zehner Bündel habe ich und wie viele Einer Bündel habe ich. Und jetzt können Sie beliebig groß weiter bündeln, indem Sie hier links ransetzen, können unendlich viele Zahlen darstellen, dadurch, dass Sie immer wieder neue Bündelgrößen dadurch einführen, dass Sie eine Position weiter links eine Zahl hinschreiben. Unendlich viele Zahlen darstellbar. Was bedeutet es also, wenn ich eine Ziffernfolge folgendermaßen hinschreibe? Und ich schreibe jetzt, das sieht jetzt vielleicht ein bisschen komisch aus, aber Sie werden nachher verstehen, warum ich das so mache. Wenn ich mich nur auf die Symbolik beziehe, also auf die Ziffernfolge, dann schreibe ich die mal in eckige Klammern. Das hat eine Bedeutung, weil wir später andere Stellenwertsysteme verwenden werden, da brauchen wir das. Wenn ich die Ziffernfolge 1984 habe, dann bedeutet das, multipliziere bitte den Wert des Symbols hier mit der Stellenwertigkeit. Und die Stellenwertigkeit hier ist 1000. Einmal 1000
plus, nimm den Wert des Symbols und multipliziere ihn mit dem Wert der Stelle, 9 mal 100. Nimm den Wert des Symbols, also hier habe ich einmal das Symbol und hier meine ich jetzt den Wert des Symbols. Ich kann es jetzt nicht anders hinschreiben als mit derselben Art und Weise, aber mit demselben Symbol, aber Sie wissen, was ich meine. Also hier das Symbol 9 hat den Wert 9. So, 8 mal 10 plus 4 mal 1. Oder anders aufgeschrieben, ich habe ja im Dezimalsystem eine Zehnerbündelung, und zwar eine fortgesetzte Zehnerbündelung. Ich bündel erst 10 Einer, dann bündel ich 10 Zehner zu einem Hunderter, 10 Hunderter zu einem Tausender, 10 Tausender zu einem Zehntausender und so weiter. Das bedeutet, die Wertigkeit der Stelle nimmt immer um eine Zehnerpotenz zu. Das kann man dann ja auch so hinschreiben. 1000 ist 10 hoch 3, 100 ist 10 Quadrat, 10 ist 10 hoch 1 und 1 ist 10 hoch 0. Und hier entdeckt man auch das System noch ein bisschen stärker. Also man hat hier von Stelle zu Stelle kommt immer eine Zehnerpotenz dazu. Und das multipliziere ich mit dem Wert, Wert des Symbols an der jeweiligen Stelle. Und jetzt sind wir schon ganz dicht an der Verallgemeinerung. Bleiben wir trotzdem erst nochmal im Dezimalsystem. Wenn ich jetzt allgemein gesprochen eine Zahl mit 10 Ziffern habe, Schluck Kaffee trinken. Habe ich gerade 10 Ziffern gesagt? Ich meinte N-Ziffern. Allgemein eine Zahl mit N-Ziffern, dann kann ich die Ziffern ja so bezeichnen. N-Ziffern, die größte heißt AN-1 und so weiter. A2, A1, A0. Das ist eine Schreibweise einer Zahl mit n Ziffern. Von 0, von der Stelle 0 angefangen, also diese Stelle bezeichnet mit der 0. ersten, 2. bis n-1. Stelle. Das sind n Ziffern. Ich könnte auch mit 1 anfangen zu zählen, dann würde ich bis an hochgehen, dann wäre es noch ein bisschen deutlicher, dass es n Ziffern sind. Ich mache es aber absichtlich so, Sie werden gleich sehen, warum. 10 Ziffern. Das bedeutet, ich muss AN-1, und ich fange mal rechts an, A0, muss ich multiplizieren mit 10 hoch 0. Aha, das passt ganz gut mit dem Index, 0, 0. A1 muss ich multiplizieren mit 10 hoch 1. A2, also den Wert des Symbols A2 hier, mit 10 hoch 2. Und so weiter und so weiter. Und AN-1 muss ich multiplizieren mit 10 hoch N-1. Cool, ich habe es genau geschafft. An der richtigen Position angefangen. Okay, das ist jetzt allgemein die Schreibweise für N-Ziffern. Und Sie wissen, das da ist so ein bisschen, das ist zwar okay mit diesem Punkt, 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 man weiß, was gemeint ist, aber es gibt eine kürzere Schreibweise und die verwenden wir jetzt gleich mal, die haben Sie auch schon kennengelernt. Das ist das gleiche wie die Summe von i gleich 0 bis n minus 1 von ai mal 10 hoch i. So, schön kompakt.